Herzlich willkommen bei Gitarrenkram reagiert. Heute haben wir ein Stück von Joe Bonamassa. Das ist schon das zweite Mal, dass wir Bonamassa hier auf dem Kanal haben. Ja. Denn Bonamassa hat ein neues Album rausgebracht, ja. Dieses Jahr im August, September oder sowas. Ich habe mir in Joe Bonamassas Online-Shop das als Pre-Order bestellt. Das ist immer noch nicht da. Und es ist nie ausgeliefert worden. Lieber Joe, falls du das hier siehst, ich hätte gern das Album. Ja. So kommt es nämlich, dass ich den Song auch noch nicht mal kenne, auch noch nicht gehört habe. Okay, also das ist noch nicht mal verschickt worden, oder was? Die brauchen mir ja nur einen Download-Link zu schicken. Ich habe sogar schon an den Support geschickt. So, das war ja als MP3. Also. Als MP3, ja. Ich kaufe ja in der Regel außer von Long-Distance-Calling vielleicht keine physikalischen Datenträger mehr. Okay, verstehe. Ja, also gut. Joe Bonamassa, Curtain Call, das zweite Video von seiner aktuellen Platte, glaube ich. Nee, es gibt mehr. Ich glaube auch, es gibt mehr. Es gibt schon mehr. Ja, du bist ja hier bei uns der große Bonamassa-Fan. Obwohl ich eher so der bluesigere Fan bin, ne, von uns, so der Bluesmus, das ist irgendwie ganz witzig, aber, also ich finde den Bonamassa ja immer ganz gut, aber dich kriegt er irgendwie mehr, ne. Bin ich mal gespannt, was uns heute so erwartet. Das letzte Mal mit dem Wasser, wie hieß der Song, weißt du das noch? Nee. Also das erste Video, was wir von Joe Bonamassa hatten, war ich ja erst nicht so ganz überzeugt, aber ich habe es ja dann noch 2-3 Mal gehört, als ich das Video geschnitten habe. Und fand es dann eigentlich immer besser, muss ich sagen. Ja, also ich fand den auch sehr gefällig. Er hat ja auch eine Zeit lang wirklich sehr, sehr blueslastig, sehr wirklich Basic Blues gemacht. Und ich mag es schon, wenn er immer so ein bisschen den modernen Twist auch drin hat. Also das finde ich dann immer cooler. Genau, das war dann mal wieder mehr so Songwriter-mäßig, ne? Genau. Und ich würde mir ein geiles Gitarrensolo mal wieder wünschen. Ja, also, da hätte ich jetzt auch richtig Lust drauf. Deswegen fangen wir jetzt an und gucken mal. Aber bevor wir anfangen, würde ich sagen, wenn euch unsere Videos gefallen, dann abonniert unseren Kanal doch und liked das Video und kommentiert doch gern auch. Ne? Ja, das wäre sehr gerne. Und generell, wenn ihr auch auf Gitarrensolos steht und auf Gitarren, dann könnt ihr auch unseren Podcast hören. Ja, hören und gucken. Und gucken. Oftmals auf auch das. Auf diesem Kanal. Ja, und jetzt geht's los mit dem Video. Ja, hau rein, Gons, hau rein, Joe. Geht erst nicht von der Post. Also man meint, man hört so ihn blasen, aber er tut's gar nicht, gell? Ja. Die Dinge, die man hört, sind auch größer als das, was er da drin hat. She still lives to this day.
er viel besser singt als auch vor ein paar Jahren. Ja. Ich glaube, da hat er auch viel gut. Noch nicht so ganz bis jetzt. Also, weißt du, ob es ihre Erinnerungen sind oder seine oder. Genau. Das kam jetzt nicht mehr so überraschend. Notches hieß das letzte. Nee, das haben wir nicht. Das hieß nicht Notches. Doch, ich meine schon. Ach nee, das ist meine Videokassette, das habe ich alleine geguckt. Ja. Hast recht. Ja. Also, wo du gesagt hast, jetzt hier, ah, schön mit Streichern und sowas. Also, am Anfang, so in dem Gesangsteil, sag ich mal, ging mir das ein bisschen auf den Keks. Da war mir das allzu viel Streicher und noch Bläser und hin und her. Und fünf Gitarren. Ja, aber jetzt der Instrumentalteil nachher, also das Solo und dann der Instrumentalteil danach, das fand ich richtig cool. Also das hat mir richtig gut... mir ist jetzt beim Gucken ist mir eingefallen, ich habe ja das Album gehört. Time Clocks heißt nicht so. Das Album heißt so, ja. Time Clocks, ja. Auf jeden Fall, ich habe das Album gehört, aber ich kann mich nicht mehr an den Song erinnern, muss ich ja sehen. Keine Ahnung. Ja, also ich fand es wieder ganz cool. Das ist halt auch wieder ein bisschen ab von dem ganz klassischen Blues. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich finde das ganz, ganz cool. Also wie gesagt, ich finde, er singt stark. Gitarre ist sowieso, also ich hab das keine mal, Frage. Ich habe das mal irgendwann, ich weiß nicht, ob ich eine Doku gesehen habe oder sowas. Aber das ist schon älter, also schon länger her. Da ging es dann halt darum,
wie wollen sie jetzt irgendwie aus ihm auch eine Marke machen und sowas, dass er halt irgendwie, dass er erfolgreich wirkt, wird. Und dann ging es halt auch darum, dass er halt Gesangsunterricht nimmt und halt wirklich da sehr viel übt und meinetwegen auch noch gut Gitarre spielen konnte, ja. Und dann haben die ja, glaube ich, hat er, weiß nicht, ob er das immer noch macht, dann ganz viel mit dem Kevin Shirley, das war ja sein Haus- und Hof-Produzent so. Also im Studio. Und dann hat er noch einen gehabt, der, glaube ich, fürs Geschäftliche zuständig war. Und dann haben die halt, was die zum Beispiel auch gemacht haben, nicht wie andere irgendwelche, wie sagt man denn dazu? Also der andere ist der Roy, ne? Also Joe und Roy Adventures ist, glaube ich, ihre gemeinsame Firma. Okay, ja, okay. Und die sind dann zum Beispiel hingegangen und haben irgendwelche Venues, also die sind nicht zu Veranstaltern gegangen, haben gesagt, hier, wir wollen spielen, sondern die haben selbst veranstaltet. Die haben dann irgendwelche Hallen gemietet, die auch viel zu groß waren, also wirklich viel zu groß, und haben gesagt, ja gut, und selbst wenn die nur halb oder dreiviertel voll sind, haben wir immer noch mehr Geld verdient, weil wir halt kein Veranstalter, weil wir selbst der Veranstalter sind und sowas. Genau, ne? Ja, die haben viel finanzielles Risiko genommen, gerade am Anfang. Genau. Und da habe ich, das war mal in irgendeiner Doku, habe ich das mal gesehen, und da ging es halt auch um den Gesang. Ne? Und ich sag mal, wenn er jetzt natürlich nochmal einen Step nach oben gemacht hat, ja, also ich meine, definitiv, wenn du die ältere Sachen anguckst, da... ja, ich meine, muss ja gar nicht mal so alt gehen, aber ich weiß nicht, wie lange Dust Bowl ist, glaube ich, 10 Jahre oder sowas her inzwischen. Ich weiß nur, die haben wir hier, als wir hier renoviert haben, glaube ich, gehört. Echt? Ich weiß gar nicht mehr, ja, okay. Und ich finde, er ist seitdem gesanglich nochmal auch stärker geworden. Ja, also das ist schon... Das sieht ja nicht aus, wenn du jeden Tag singst irgendwie. Ja. Ja. Ja, war ganz cool. Hat mich jetzt... Also, ich meine... Es gibt vielleicht noch den einen oder anderen Song auf dem Album, der mir etwas besser gefallen hatte. Aber ich habe es nicht mehr so ganz genau im Kopf. Aber trotzdem ein guter Song, ja. Ja. Also ich werde mir demnächst auch mal doch das Album dann irgendwie nochmal besorgen müssen. Und dann. Ja, das ist so eine Frechheit. Ja. Alles klar, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ja, nächstes Mal wahrscheinlich wieder ein bisschen heftiger. Wir haben kann passieren, ja. Kann passieren, muss aber nicht. Bis dann. Bis dann. Ciao. Cut.